Nice work. So Murase busts into a moor. And who does he find? Absolutely nobody. Yep. Captain Hamura said he kicked Kume out, then hit the sauna right around midnight. The stories match up. You really think he's innocent? Not sure. Our next step is finding proof he was at that sauna. Guess that's that. Well, I'm pooped. How about we call it here for tonight? Yeah, good call. I'll see you tomorrow, Kaito-san. Okay. Murase, Mitglied des Kure-Clans, hat vor kurzem aus dieser Club Amor-Leer gewesen sein, als er dort eintraf, Kume zu retten. Dies unterstützt Murases Aussage. So ist er die Tischen, okay. So, tödliche Wunden, ja, tödliche Wunden, Wenn es hart auf hart kommt. Ja, erhol dich im Detektivbüro, Yagami, oh, okay. Was ist das Teuerste, was da ist, das hier, ne? Ja. Good stuff. Back to it. Jetzt sind dann beendet wir wieder. Yep. Hm? Kompliment an den Koch. Oh, danke schön. Ernsthaft, ihr Schatz war unglaublich. Wirklich? Freut mich zu hören. Unser Ramen bekommen wir oft Lob, aber unser Schatz wissen nur wenige zu schätzen. Hm, verstehe ich nicht. Es ist wirklich seltsam. Wir geben uns beim Schatz genauso viel Mühe wie bei dem Ramen. Deshalb trackt er bestimmt auch so gut. Ha, dann verrate ich Ihnen jetzt ein Geheimnis. Wir benutzen eine Zutat, die Sie bestimmt nicht erwarten würden. Oh, und welche? Warten Sie doch mal. Hm. Krieg ich einen Tipp? Ah, na schön. Mal sehen. Normalerweise benutzt man Zucker, um das Schatz zu süßen, aber wir nehmen etwas anderes. Was könnte das sein? Hm. Ja, das für Zucker, hm? Mayonnaise? Nee. Honig? Glucose, Fructose, Mais, Honig? Honig? Hm? Oh, wir müssen einen feinen Gaumen haben, um das rauszuschmecken. Mit der richtigen Menge an Honig wird einfach jedes Fleischstück unwiderstehlich saftig. Verstehe, jetzt. Würde ich sagen, der Schatz überwältigt. Unbestätigt sächlich. Haha, oh ja. Sagen Sie mal, wie heißen Sie eigentlich? Ich bin Yagami, freut mich, Sie kennenzulernen. Yagami-san, was? Freut mich ebenfalls. Ich hoffe, Sie kommen jetzt öfter vorbei. Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Sehr schön. Oh ja, na gut. Man wird auch, glaube ich, Schnauze gekriegt heute. Erhole dich im Detektivbüro Yagami. Kamurogo. Okay, warte. Freunde. Abgeschossene Nebenfälle. Okay. Wir können mal die Skills reingucken, ne? Habe ich auch lange nicht mehr. Das ist eigentlich auch. Ach, SP sind das, ne? Ja, Gesundheitsboost. Das wäre, glaube ich, angebracht. Angezogen, der Angriffsschaden. Ich glaube, das ist auch angebracht. Da sehe ich mich, Leute. Oh ja. Ja, Alter, ich hätte mir jetzt vereinfachen können. Was? Wie viel Energie ich jetzt habe? Ich hätte mir das so vereinfachen können, den Scheiß, ne? Ich hab den Kack. Guck dir die Energie an. Ich hätte den Kack einfacher machen können. Ach, ärgerlich. Ärgerlich, Leute. Mach ein Tausend. Danke. Wir haben einfach mal easy verdientes Geld hier. Ich hätte dazu einfach machen können, das Leben.
Ach Mensch. Let's see. That'll do it. Sehr gut. Also, jemand hat mir was geschickt. Bitte das Geschenk annehmen. Launch Edition. Bitte Support. Bitte das Geschenk. Detective Pack für Anfänger. Bitte das Geschenk annehmen. Truth Seeker Pack. Drohnenrennen Pack. Extra Crafter Pack. Profi Detektiv Pack. Drohnenrahmen. Aufgemauerte Drohne Pack. Drohnenrahmen. Ja. Ja, Kaktus Leben. Okay. UFO. 10 Spielpässe. So viel mehr. Dreamline Figur. One Michio Figur. Bram Silvia dritte Figur. König Koronian Figur. Mietkatzen erster Wurf. Mietkatzen zweiter Wurf. Mietkatzen dritter Wurf. Vierter Wurf. Fünfter Wurf. Junge! Kamerafilter, okay. Geh mit Saori aus, okay. Sanamiyahama Rennfahrerjacke. Alter, Hilfe! Suskino, Saotomo, feine Dame, ja, Anmane, Kimono, Nanami, Matsuoka-Jacke, Hilfe! Energiekugel-Extrakt, dann geht das noch! Energie-Explosion-Extrakt, ja, Sofort-Kill-Extrakt, ja, Feuerelement-Extrakt, ja, Blitz-Extrakt, Blitz-Element, Himmel-Extrakt, Kampfgeist-Tanz-Extrakt, okay, Tanz-Extrakt, ja, mystische Tanzextrakt, ja, noch ein Paket. Alter Schwede. Hilfe, warte mal. Anna, Lucy, Kai, okay. Ah, wir können auch mehr. Ah. Bisschen platzsparender sind, dann. Ja gut, der muss eh in die Mitte. So, der kommt in die Mitte. Ach, Kai. Okay. Ja, nice. Ausruhen, jupp. Ich habe alles, was ich von Morasse wollte. Ich sollte Shintani Bericht erstatten. Oh ja, das sollten wir auf jeden Fall. Am Apple Pie, okay. Ah, die Wunden sind nicht verheilt. Ich dachte, wenn man schläft, dann verheilen die vielleicht. Okay. Sehr gut. Bronzeteller, nice. Nice, danke. Ja, okay.
Schüsse oder gewisse Angriffe durch einen Gegner können tödliche Wunden mit dir hinterlassen. Bei einer tödlichen Wunde sinkt deine Gesundheit und kann nicht durch Essen oder anderen Gegenständen wiederhergestellt werden. Du kannst tödliche Wunden von einem Doktor und Kamurocho behandeln lassen. Okay. Tödliche Angriffe werden durch Gegner ausgeführt, wenn sie eine starke Aura haben. Tödliche Angriffe schaden der Gesundheit dauerhaft. Nutze eine dieser Methoden, um die abzuwehren. Stelle Manöver. Mittlerweile und Leertaste. Drücke Leertaste, um gegen eine Wand zu springen und einen Wandschuh auszuführen. Oder drücke Q für einen Ex-Boost, wenn du versuchst, dich mit. Okay, und die Schüssel landest du nur im Krankenhaus oder noch weiter unten. Okay. Gut, also da muss man also Leertaste und Leertaste. Okay, das ist. Okay, wusste ich nicht. Ey, hätte ich ja mal vorher wissen sollen. Dann wäre alles gut gewesen. Oh. Naja, egal, wir haben ja noch mehr Kämpfe. Das lernen wir. Dann wird ja auch mit jedem Kampf, nicht wie bei Dark Souls oder bei anderen Spielen, dann wird ja mit jedem Kampf immer ein bisschen erfahrener. Und das müssen wir, glaube ich, auch werden, wenn die Yakuza weiter auf uns eindrischt. Hey, you find anything? Sure did. Murase spilled the beans over at the Kyore Hideout. Place called KJ Art. And you made it out of there in one piece? Incredible. All in a day's work, Shintani Sensei. So, according to Murase, Amor was empty at midnight on the 3rd. That directly contradicts the prosecution's assertion that Hamuro was beating Kume to death at the time. Wow, that's a hell of a find. But is Murase gonna testify? That's not that easy. It never is. Either way, Murase is telling the truth. I found something that backs his story up. Hmm? This is Amor. 3 hours after Hamura took Kume. Midnight. Take a good look at the edge of the screen. We don't see any of them go inside, so I thought nothing of it. But the stories match up. Murase and his guys went to Amor to take Kume back. And they left empty-handed. Ich habe die Kamera also gesehen und sind dann zur Hintertür. Sounds like we need to talk to Captain Hamura. There are too many unanswered questions. Agreed. I'll set up another visit. Give me a call once you do. Yagami-san, you spoke to Mafuyu, yes? Huh? Yeah, why do you ask? She seemed happy. It had been a while since she last saw you. Oh, cool. But she looks sad, too. Sad? Wonder why. As do I. See you later. Hmm? Warte auf den Anruf, okay. Gut. Ich würde aber sagen, für heute, auch wenn es gerade spannend ist, ich speichere hier, ihr habt nochmal einen neuen Speicher. Für heute reicht es. Beim nächsten Mal machen wir weiter mit Let's Play Judgment hier auf dem PC. Ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch heute wieder Spaß gemacht. Und morgen geht es wie immer weiter mit einer neuen Folge. Um 15 Uhr, dann könnt ihr wieder einschalten. Und dann machen wir hier. Ja, besuchen wir dann Captain mal. Und war für jetzt auf jeden Fall nice. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein. Tschüss, euer Pyrus. Ciao, bis dann. Tschüssi. Ja, Leute, was geht? Es geht weiter mit Let's Play Judgment auf dem PC. Wir müssen immer noch auf Shintanis Anruf warten. Das machen wir auch hier. Was sollen wir denn währenddessen tun, bitte? Haben wir noch währenddessen unsere Freundschaften? Ja, ein paar Leute. Was ist denn? Children's Park, okay. Die Person kennen wir noch nicht, sagst du? Dann besuchen wir die noch mal. Komm mal, Popo. Ach ja. Kukuyo.
Piro, okay, klar, wieso nicht? Um geht's. Und ab einem Einkauf von 7 Yen erhaltet einen Punkt. Und für 10 Punkte erhalten einen Preis. Was ist das? Ein Schallplatte, nämlich diese Auflage, die Ihnen sicher den Tag versichern wird. Und jeder der Filiale hat eine andere Schallplatte. Lohnt sich also bei uns einzukaufen. Wir haben einen Plattenspieler im Büro. Das sollten Sie nie entgehen lassen. Alles, was ich bei Popo kaufe, bin ich dem Preis also näher. Naja. Also brauchen wir 10 Punkte, ne? Ein Punkt bei 700, Okay. Ich hab mal Katzenfutter. Ich glaube, da können wir auch mal ein bisschen mitnehmen. Okay. Müsste jetzt eigentlich reichen. Danke für den Einkauf. Dann erhöht sich der Punktestand um 10. Ja, nice. Sie erfügen jetzt übrigens dann 10 Punkte. Offenbar haben die 10 Punkte zusammen. Dafür erhalten sie jetzt ihren Preis. Ja, danke. Oh, klasse. Hier, bitte. Vielen Dank. Wenn du dich mit den Anwohnern gut verstehst, kannst du mit ihnen Ex-Bündnisse eingehen. Diese funktionieren genau wie Ex-Aktionen. Können aber nur genau dort eingesetzt werden, wo der Verbündete sich befindet. Wenn du also jemanden triffst, der den Dorf gerne an der Seite hättest, dann freue ich mich mit ihm an. Willkommen, mein Herr, ja. Sehr gut, okay, jetzt haben wir. Aber, nice, okay, haben wir eine Schallplatte bekommen. Sehr schön. Ja, toll, ja, so, die kennen wir schon. Also ich hab ein paar. Okay. Nur ein Skill freigeschaltet. Mhm. Dass du bedenkenlos bechern kannst, ey, das ist gut. Angehende Alkoholiker, okay. Bedenkenlos bechern auch nicht schlecht. Bitte haben wir die coolen Fähigkeiten. Sprintangriff. Sprintmittel und dann drücke dann. Oh, das könnte ganz geil sein. Sprintangriff könnte. Na, das mal. So, was machen wir heute? Die kennt mir auch nicht, die Person da hinten. Komm, mein Herr, ja. Das Tor ist das hier, ne? Ach ja, das ist ja mal das Problem, du musst ja verwundet sein. Wo ich ja einmal ein Krankenhaus, ne? Ob Amur.
Paradise, ja, okay. Das können wir aber ausprobieren. Children. Jetzt machen wir mal, warte mal, wo waren das eben? Paradise, ja, das habe ich. Okay. Dann machen wir es nochmal. Paradise VR. So, ja, und ich will ja jetzt auch nicht mein ganzes Geld ausgeben, ne? Und ein paar Freundschaften, die können wir. Nur wie ist alles mit Geld verbunden, die ganzen Freundschaften hier? Ich glaube, wenn sie dann komplett grün sind, dann haben wir sie erledigt. Richtig? Ja. Ah, da muss ich gucken. Ah, Makoto ist schon. Achso, daran sehe ich das. Ah, okay. Also, weil sie immer, wenn sie noch nicht komplett grün ist, dann ist da noch was zu tun. Ah, okay, gut. Ja, wir können das auch gerne machen. Nur fragen wir uns, haben wir dann, wie wir auch an Geld noch mehr kommen, weil ich bräuchte lange mal ein bisschen Geld. Weil wenn die Freundschaften hier auf Geld basieren. Mittelasien. Das ist ja nun geil. Wow, wir kommen hier rein. Juhu. Wow. Hab ich doll erwischt? Ja. Ja, ein Popo, ne? Popo, ja, auch so einer. Ja, bringt mir ja nichts. Da kann ich mit dem nochmal reden, weil den kennen wir ja schon. Willkommen bei Smile Burger. Oh, freut mich, Sie wiederzusehen. Nennen Sie noch unseren Smile-Schnappschuss? Damit haben wir es in die Endrunde geschafft. Ist das nicht toll? Schätze das ein Lächeln wert. Hallo. Natürlich ist es das. Aber wollen Sie vielleicht noch einen Smile-Schnappschuss machen? Wieso? Ein anderer Smile-Schnappschuss macht ihnen Platz streitig. Das ist quasi ein Smile-Rivale. Oh mein Gott. Wenn Sie also noch ein schönes Lächeln einbringen könnten, werden Sie ganz bestimmt gewinnen. Ein noch schöneres Lächeln? Gewinnen wir dieses Ding. Ja. Na schön. Ich will das Ding gewinnen. Super! Ich wusste, Sie haben das Zeug dazu. Also, das letzte Foto haben wir vor dem Restaurant gemacht. Aber dieses Mal machen wir es ein wenig anders. Heute machen wir das Foto drin. Mal gucken. Also dann zeigen Sie mir Ihr schönstes Lächeln. Wie sieht das aus? Ja, okay. Perfekt! Das ist ein tolles Bild! Hehe, das Foto ist wirklich gut geworden, wenn ich das mal sagen darf. Hoffentlich reicht es, um bis ganz nach oben zu kommen. So, jetzt müssen wir aber abwarten. Also kommen Sie bald wieder vorbei. Okay, also wir. Ja, ist so ein bisschen. Ich finde das echt nett mit den Freundschaften. Nur irgendwie ein bisschen schade, dass man es das so schlecht erkennt, wen man jetzt nun kennt oder nicht. Und muss halt über alle jedes Mal die ganze Zeit fahren. Das ist ein bisschen schade. Na, mit dem Popoladen an. Ja. Ich habe das Geld nicht dafür. Popo. Le Marsch, okay. Können ja hier nochmal hinlaufen und hier ein paar Freundschaften.
Ich warte auf, ich meine, wann ruft denn der mal an, doch mal. Na gut. Oh. Ja. Egal, ich renne gerne viel um, ne? Kann das sein? Ja, ich, manchmal renne ich schneller, als ich das sehe. Ja. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, sein ganzes Geld für Freundschaften auszugeben. Ich gebe mein Geld für Freundschaften aus. Das hört sich auch weird an. Hey, Hammer is ready for us. Take a cab over to the Kamurocho Police Station. Will do. Thanks. Bin unterwegs. Ich mache das trotzdem noch, ne? Ja, ich weiß. Wir machen das aber trotzdem noch. Also, da ist noch ein Taxi, ne? Da ist auch gleich ein Taxi in der Nähe. Das ist ja ganz praktisch. Wir machen jetzt aber noch ganz, ganz kurz. Also, die paar Minuten nehmen wir uns natürlich jetzt noch die Zeit. Ey, nicht überholen. Also, ganz ehrlich, da sind wir jetzt noch nicht gestorben. Also, die Straße, also. Na gut. Ich soll hier jedenfalls mal hingucken, wo ich hinlaufe. Egal. Ich gucke mal, ein bisschen viel zu auf diese Map hier, deswegen. Naja, egal. Man kann ja keine Unfälle. Was? Zu weit gelaufen. Man kann. Ich laufe wie so ein. Vielleicht blind. Willkommen, mein Herr. Das ist mein Geld. Ich glaube, ich gehe wieder. Danke. Tschüss. Ich glaube, diese Freundschaft kann ich mir nicht leisten. Sehr schön, gut. Aber man muss ja nicht jeden mit als Freund haben, ne? Hab ich mir gerade überlegt. Oh Gott, ich will einen 10 Yen. Wann möchten die? Polizei. Ja. Fahren wir los, ja, komm.